Moin Moin ihr Lieben, ja heute sehr spannendes Thema, wir fahren zu der Firma Heuel, das ist eine Aluminiumgießerei. Der liebe Stefan, der Chef von der Firma, hatte mich angeschrieben, der hatte mein Kolbenvideo gesehen und ja, er will uns heute mal ein bisschen was über Aluminium erklären und wir gehen mal in die Gießerei mit ihm zusammen. Moin Moin ihr Lieben, ja, heute sind wir zu Gast bei der Firma Heuel, Aluminiumgießerei und der liebe Stefan, der hat mich bei YouTube angeschrieben auf das Kolbenvideo und wir wollen heute mal so ein bisschen vom Profi ein bisschen was erfahren über Aluminium und wollen uns nachher auch noch mal ein bisschen die Gießerei hier angucken. Ja, im Hintergrund sieht man das Hobby von dir, ja, das ist ja schon mal auf jeden Fall männlich, muss ich sagen. Ja. Das wäre wahrscheinlich so meine Geschichte und das ist dann. Ja, du kannst ja mal ein bisschen was zu dir erzählen, zu der Firma. Ja, ja moin. Willkommen im Sauerland. Mein Name ist Stefan. Mal eben so ein paar Sachen zur Firma. Wir sind eine Aluminiumgießerei, beziehungsweise wir haben eine Aluminiumgießerei. Wir stellen in erster Linie Artikel für die Bedachungsindustrie her, aber auch Zaunindustrie und ja. Im Grunde auch allgemeinen Kokillenguss. Also wenn ihr einen Kokillengussteil braucht, ruft mal an. ja, das ist unser Hobby. Das mache ich mit einem Arbeitskollegen zusammen. Wir machen Traktorpulling jetzt seit 2017. Haben erst mit dem Kleinen angefangen. Das ist ein Gardenpuller. Da sitzt vorne ein VR6-Motor drauf, komplett umgebaut auf Turbobetrieb, Methanolbetrieb. Und ja, jetzt haben wir uns mal an den Großen rangewagt. Den hätten wir sogar dieses Jahr noch fahren können. Nur leider haben wir vorher den Motor kaputt gemacht. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, guckt es euch mal an, da oben wird er mal stehen. Ich hau einen Link dazu rein, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und deswegen, den Großen sind wir leider noch nicht gefahren, der läuft schon ganz gut. Und ja, kann man sich so die Zeit mit vertreiben. Ja, aber der lief ja auch schon, da gibt es auch ein Video von. Ja, gelaufen hat er. Macht auf jeden Fall ordentlich Krach. Genau. Ja, ich habe ja mal ein paar Kolben mitgebracht. Jo. Das können wir uns ja mal anschauen. Und wir hatten ja im letzten Video so einen kleinen Test gemacht, dass ich die mal durchgeschnitten habe. Und wir haben die ja mit dem Brenner mal zum Schmelzen gebracht. Und da ist mir aufgefallen, dass ja, der eine Kolben total anfing zu spritzen, zu sprudeln. Und das sah für mich also überhaupt nicht gut aus. Und deshalb habe ich den mal mitgebracht. Und vielleicht können wir mal darauf angehen, warum der so porig sein kann, woran das liegen kann, dass der so extrem porig aussieht und eben so angefangen hat zu spritzen bei der Schmelzung. Ja, also wenn ich mir das so angucke und wenn ich höre, es fängt an zu blubbern, zu kochen, dann fällt mir als erstes ein, dass das ein Druckgussteil ist. Okay. Man unterscheidet ja verschiedene Gießverfahren. Das Klassische für Kolben, ob es jetzt hier kleine Kolben sind oder auch für den Automobilkolben, der Klassiker ist ja der Kokillenguss, das heißt, man hat eine Dauerform, die wird befüllt. Mhm. Durch die Schwerkraft füllt die sich, verdrängt die Luft aus der Kokille, also aus der Form raus und das Teil entsteht dann halt so. Ja. Bei Druckguss ist das anders gelagert. Da habe ich auch eine metallische Dauerform. Allerdings fließt das Aluminium nicht in die Form hinein, sondern es wird unter hohem Druck und hoher Geschwindigkeit in die Form reingeschossen. Die Form, oder beziehungsweise die Luft in der Form, hat gar keine Zeit zu entweichen. Also so eine Formfüllung dauert ein paar Millisekunden. Ja. Und dann ist die Form mit Aluminium gefüllt. Man spricht sogar davon, dass das Aluminium richtig gehend reingezerstäubt wird und dann erst wieder zu kompaktiert wird. Je nach Betrachtungsweise, da konnte noch keiner so richtig reingucken in so einen Prozess. Ja. Nur die Luft, die dann in der Form ist, die wird eingeschlossen. Ja. Und die ist hier drin. Man muss sich das so vorstellen, man hat jetzt ein paar Milliliter Luft
von dem ganzen Kolben. Ja. Und die wird halt eingeschlossen und stark komprimiert. Mhm. Wenn ich jetzt eine stecknadelgroße Luftperle hätte, nur mal so als Gedankenexperiment, und habe den typischen Nachdruck, also den Druck beim Druckgießen von 1000, 1500 Bar, wie klein wird die dann? Mhm. Das heißt, man sieht die nicht in dem Gefüge. Unter dem Mikroskop wird man das erkennen. Mhm. Wenn man das sauber schleift, poliert, sieht man das. Und das ist genau das Problem. Wenn das dann heiß wird, ja, das Material, ob beim Schweißen oder bei deinen Brennerversuchen, dann dehnt sich die Luft wieder aus und es fängt an zu kochen. Ja? Und wenn ich mir das so angucke und auch die Oberflächen, gehe ich ganz schwer davon aus, dass das ein Druckgusskolben ist. Ja. Und beim Druckgusskolben ist einfach wird gemacht aus Kostengründen mit, ja, weil es schneller ist und die Nachbearbeitung wahrscheinlich auch nicht so hoch ist, ne? Weil weniger Material am Kolben selber ist, ne? Ja. Was man wegnehmen muss nachher. Ne? Ja, ganz genau. Das Druckgussverfahren ist der Klassiker, wenn es wirklich um hohe Mengen geht, ja, wenn es um auch dünnwandigere Teile geht, weil ich durch die hohe Einfüllgeschwindigkeit und hohen Druck kann ich deutlich dünnwandiger gießen, als ich das bei Kokillenguss machen könnte. Das heißt, ich habe weniger Aufmaße drauf. Ja. Die Taktzeit ist deutlich schneller. Ich schätze mal, so eine Taktzeit für so einen Kolben in Druckguss wird ungefähr 30 Sekunden sein. Mal geschätzt, keine Ahnung. Ja. Kokillenguss wird wahrscheinlich nicht unter einer Minute funktionieren. Weil er eben ja auch länger braucht, abzukühlen, genau, als man das formen kann. Die Temperaturniveau das Temperaturniveau in der Druckgussform ist wesentlich niedriger. Mhm. In der Kokille ist es wärmer, allein damit das Aluminium durch den langsameren Füllprozess nicht schon vorher erstarrt. Ja. Ist die Form heißer. Und das heißt, ich schieße das da rein, dann dauert das ein paar Sekunden, dann fährt die Form auf und dann ist der Kolben fertig im Druckguss. Genau. Und bei Kokille dauert das halt schon einen Moment länger. Ja. Ja. Wir hatten das ja auch, was ich gesehen hatte, dass hier bei den zusätzlichen Bohrungen, dass da total die Einstellung, oder ich sag mal, keine Poren, sondern das sind richtige Lunker drin im Material, also richtige Löcher. Kannst du das einfangen? Da sieht man das, ne? Ja. Also sind richtige Löcher im Material drin. Wovon kann sowas denn entstehen? Also ich habe erst gedacht, irgendwie Dreckpartikel vielleicht, die dann irgendwie aufgasen beim Prozess. Woran kann das noch liegen? Dass man da jetzt so eine... Also ich sag mal so, was man hier sieht, das sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit klassische Sauglunker. Das liegt einfach daran, dass wenn Aluminium die Umwandlung macht von flüssig nach fest, hat es eine Schwindung. Ja. Nicht das, was man kennt bei, ich sag mal, wenn man ein Teil warm macht, dehnt sich, sondern es ist wirklich eine Schwindung. Das Volumen nimmt ab, beim Übergang flüssig fest. Ja. Und das passiert immer, außerhalb der Form, innerhalb der Form. Und ich muss jetzt zusehen, als Gießer, dass ich diese Schwindung ausgleiche. Das mit mehr Materialien. Genau, richtig. Ich muss zusehen, dass meine Bereiche, die dickwandiger sind, wo Materialanhäufungen sind, ja, das sind ja die Stellen in der Form, die am längsten flüssig sind. Ja. Und da muss ich zusehen, dass der Anguss, also der Bereich, wo ich das Aluminium einfülle, und der Anschnitt, wo es dann wirklich mit dem Teil verbunden ist, ja, dass das länger flüssig ist und das Aluminium bis zum letzten Moment nachspeisen kann. Und ab da ist ja alles gegessen und dann kann auch der Anguss erstarren. Ah. Und ohne, wie gesagt, bei einem fettigen Kolben sieht man das Anguss- und Anschnittsystem nicht, aber das deutet in der Regel darauf hin, dass das unterdimensioniert ist. Und einfach genau das nicht passiert ist, dass du hier flüssige Restschmelzbereiche hattest, okay, die du nicht mehr nachspeisen konntest, ja, weil das Aluminium einfach im Anguss oder im Anschnitt schon erstarrt war. Und die Schwindung findet immer statt. Und wenn nichts mehr nachkommt, im Zweifelsfall zieht das Material einfach eine Pore, einen Lunker. Ja. Und ja, das ist das, was man dann sieht. Und so, also ich denke, das sind klassische Sauglunker. Ja. Sind auch in dem Sinne, hatten wir auch drüber gesprochen, kommt immer darauf an, wo die sind, ne? Ob die jetzt gefährlich sind bei so einem Kolben oder nicht. Ne? Es gibt natürlich auch Stellen, ich denke mal, die nicht so hoch belastet sind. Würde ich mir jetzt vorstellen, das ist nicht ganz so schlimm, als wie bei Stellen, wo die jetzt hoch belastet sind, wo jetzt der Kolbenbolzen durchgeht. Wenn da jetzt an so einem Stellen sowas wäre, wäre die Gefahr da auch höher, dass es da auseinanderbrechen könnte oder ein Riss entsteht. Ne? Genau. Ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt Bereiche, da stören sie eigentlich überhaupt nicht. Ja. Nur beim Kolben sehe ich es zumindest so, dass ein Kolben hat irgendwo 100 Gramm vielleicht nachher. Und diese 100 Gramm sind das höchst belastete Teil in dem ganzen Motor, ja, thermisch,
tribologisch, also von der Reibung her und auch von den Kräften. Mhm. Da sollte man sich Mühe geben, dass man die 100 Gramm wirklich mal lunkerfrei hinkriegt. Ja. Das ist nämlich machbar, also das ist ja kein Problem. So, der Klassiker ist halt, ein großes Angusssystem braucht lange zum Abziehen, beziehungsweise ich habe zum Teil Steiger dran. Mhm. Das heißt, das sind Bereiche, wo das Aluminium durch die Form durchläuft und dann am anderen wieder hoch, dass ich dann da sozusagen nochmal nachspeisen kann. Ja. Das ist halt alles mit vermehrtem Aufwand verbunden. Die Nachbearbeitung, die Abkühlzeit und so weiter. Genau. Form auch, ne? Und genau, Material das ist alles, auch, wird, ne? Genau, es wird alles größer, es wird alles mehr. Mhm. Ja. Also sag ich mal, kann man sagen, dass das dann eben, wenn so eine Sachen passieren, ist dann eher so die günstigere Variante von der und die schnellere Variante. Ist zumindest von auszugehen. Mhm. Also ich gehe nicht davon aus, dass ein hochwertiger Kolben Lunker irgendwo drin hat. Nein. Nee, das hatten wir auch im Schnittmodell gesehen, dass bei den hochwertigen Kolben, dass da eben sowas nicht drin war. Mhm. Also da waren keine, also jetzt so eine Einschlüsse oder eben so eine Lunker drin im Material. Dann hatten wir das Thema noch so Lithium. Das ist ja für viele, kennen das ja wahrscheinlich, Lithium, die hören immer alle Lithium, Lithium, Lithium. Dass das Nonplusultra bei Aluminium ist. Und das bestimmt, sag ich mal, alles, dass so ein Kolben top ist. Umso mehr, umso besser, so denkt man ja immer. Ne? Und da hattest du ja auch gesagt, da können wir mal ein bisschen drauf eingehen, dass das nicht nur ausschlaggebend ist. Ne? Nein, nein, nein. Silizium kannst du tolle Chips rausmachen. Oder du schmeißt es in Aluminium rein. Also, ja. Grundsätzlich ist es so, die allermeisten Gusslegierungen im Aluminiumbereich sind Aluminium-Silizium-Legierungen. Hm. Das sind halt nur wenige Ausnahmen, Aluminium-Kupfer-Legierung zum Beispiel, Aluminium-Magnesium-Legierung, aber der Hauptteil, der allergrößte Teil sind Aluminium-Silizium-Legierungen. Ja. Das heißt, man hat mindestens mal Aluminium und Silizium drin und die Idee für oder warum man Silizium da reinpackt ist zum einen, man hat eine Schmelzpunkterniedrigung. Okay. Das heißt, der Schmelzpunkt von reinem Alu sind ungefähr 660 Grad. Mhm. Wenn ich jetzt eine eutektische Legierung, da sage ich gleich nochmal was zu, ja, nehme, dann bin ich irgendwo bei 500, boah, wann wird die? Das wird peinlich. Ich glaube, so 550, 560 fängt ja die schon an zu schmelzen. Ach so. Und die Schmelze wird dünnflüssiger. Das heißt, das Silizium ist in erster Linie zur Verbesserung der Gießeigenschaften da drin. Also der Fluss ist ja auch besser dann, ne? Genau, richtig. Also das merkt man deutlich. Mhm. Warum immer alle so gallig sind bei Kolben da drauf auf Silizium? Silizium ist eine Möglichkeit, die Wärmedehnung des Aluminiums zu modifizieren. Und zwar nicht nur so ein bisschen mal hier so, mal, ne, sondern deutlich. Also es ist wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt. Je höher der Siliziumanteil, desto geringer ist der Ausdehnungskoeffizient, das heißt die Wärmedehnung. Das heißt aber nicht, dass viel Silizium gleich gut ist. Mhm. Sondern das Problem ist ja, im Motor hat man ja ein System, aus Laufbuchse und Kolben. Und das muss zueinander passen. Dass die Wärmeausdehnung also vernünftig zusammen stattfindet. Ne? Genau. Und nicht jetzt ein Teil zu langsam entweder sie ausdehnen oder zu schnell halt. Ne? Ja. Diese Kunst halt zu finden, denke ich mal. Ne? Genau. Also in einem Motor, da hat man ja ein sehr komplexes thermisches System. Ich sag mal, der Kolben ist immer heißer als der Zylinder. Mhm. Insbesondere auch der Kolbenboden. Das ist auch der Grund, warum ein Kolben nie zylindrisch ist. Der ist oben immer verjüngt und unten am Hemd, wo er kälter ist, ist er kleiner. Und nachher im Betrieb sollte das ungefähr wieder einen Zylinder geben, ganz grob. Ja. Wenn ich jetzt einen Zylinder habe, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel einen Grauguss-Zylinder. Grauguss dehnt sich weniger als Aluminium, einfach vom Material her schon. Und der ist extrem gut gekühlt. Ich sage mal, ein wassergekühlter Grauguss-Zylinder. Das bleibt relativ kalt. Die Bohrung bleibt eng. Mhm. Der Kolben kriegt aber zumindest von der Zündung oben immer dasselbe ab, ne? Immer dieselbe Wärmeeintrag. Kriegt er ja aus dem Kolbenboden auch in dem Moment noch gar nicht raus, weil er da noch gar nicht weiß, was da für ein Zylinder drumherum ist. Ja. Das heißt, der Kolbenboden wird ungefähr immer ähnliche Temperaturen haben. Nur jetzt wäre es natürlich fatal, wenn ich in so einen Zylinder, der eng bleibt, einen Kolben reinpacke, der sich ausdehnt wie Hulle. Das heißt, das ist eher ein Zylinder oder ein Ehrenfall, wo ich hergehe und einen hohen Siliziumanteil anstrebe. Dass er eben nicht so eine hohe Ausdehnung hatte. Genau. Dass man wirklich den klein hält. Ja. Anderer Fall, thermisch vielleicht schlecht gekühlter Motor, Aluminiumzylinder, der wird heißer,
der wird, oder das Material Aluminium dehnt sich als solches schon mal stärker aus. Ja. Das heißt, die Bohrung wird mir sehr, sehr groß. Mhm. Da ist eher der Fall, dass ich einen Kolben bevorzugen würde, wo die Wärmeausdehnung nicht so stark durch das Silizium reduziert ist, sondern dass er das anpasst. Also man kann nicht pauschal sagen, geringe Wärmeausdehnung, super, viel Silizium rein, alles gut. Nee, es kommt also, ja eben auch viel darauf an, was für ein Zylinder halt auch gefahren wird. Ne? Genau. Weil ich sag mal, das Silizium, das hat noch so ein paar andere Eigenschaften, die man nicht außer Acht lassen sollte oder auch nicht außer Acht lassen darf. Du hattest es selber schon gemerkt, beim Zersägen hast du gesagt. Ein Zylinder wie Butter. Also ein Kolben, genau, ging wie Butter durch. Ein Kolben ging wie Butter. Und der andere, der war richtig schwierig zu sägen. Es liegt einfach daran, dass das Silizium als solches hat eine Härte von ungefähr von Chrom. Oh. Also das ist schon das sehr, sehr hartes Material. Ja. Wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer in die Schmelze rein, um das zu verstehen, was da genau passiert. Ja. Habe ich einen... Eine Aluminium-Silizium-Legierung gibt es einen Punkt in dem Gemisch, nennt sich Eutektikum. Okay. Schwieriges Wort. Hört sich auf, das ist so ein richtiges 180-Gramm-Wort. Wenn du mal irgendwo in der Diskussion ist Eutektikum, dann sagen alle ja. Super. Nein, das ist der Punkt, wo das Aluminium und das Silizium im optimalen Verhältnis zueinander vorliegt. Der liegt bei ungefähr 12,6% Gewichtsprozent Silizium. Und da hat das ganz interessante Eigenschaften, weil das Silizium wird ganz oder formt sich ganz, ganz fein mit dem Aluminium zusammen ein. Das sieht man auch nur unter dem Mikroskop, das ist wirklich ganz fein eingeformt und auch die Gießeigenschaften sind da nahezu am besten. So, in dem Moment, wo ich unter den eutektischen Punkt komme, habe ich Aluminium. Mhm. Kristall oder ja, Aluminium, ja, Kristalle im Grunde, ja, kann man sagen, umgeben von diesem Eutektikum. Und wo ich überäutektisch werde, das ist nämlich auch eine ganz interessante Sache, da habe ich halt die Siliziumkristalle in der Matrix drin. Ja. Das heißt, ich habe ein Eutektikum, ein ganz feines Gefüge. Ich denke mal, ihr werdet da mal so ein schönes Bild für finden im Internet. Ich suche da mal was raus. Ne, wo man das super erkennt. Und ja, dieser Punkt ist eigentlich der Punkt, wo es am besten zu gießen ist. Ja. Ist aber nicht immer unbedingt der Punkt, wo es auch die besten Wärmedehnungseigenschaften hat. Und das ist genau das, was du gemerkt hast. Beim Sägen auch. Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein übereutektischer Kolben. Okay. Du hast dieses Silizium, was halt zu viel ist für dieses Eutektikum, ja, hast du in Form von ja, Körnern, sag ich mal, da drin. Die sind deutlich gröber als das Eutektikum, deutlich gröber ausgeformt. Man kann sich das fast vorstellen, wie ganz feiner Sand, der mit da drin liegt. Ja. Ist jetzt eine starke Vereinfachung. Ist eine starke Vereinfachung. Aber gepaart mit der Härte, hast du gemerkt, hast du diesen Widerstand gegen das Zersägen. Wo du auch sagtest, dass das wie Chrom ist, kann man sich das ja ungefähr vorstellen. Chrom ist natürlich sehr hart, der Werkstoff. So. Und dann ist natürlich auch so ein Sägeblatt hat zu kämpfen. Das ist ruckzuck, ist das durch. Das ist halt eine ganz interessante Option, die man zum Beispiel auch im Automobilbau gezielt nutzt. Ja. Jeder kennt einen Alusilzylinder fast. So, da nutzt man genau diesen Effekt. Man hat entweder im Bereich der Zylinder, das wäre dann zum Beispiel Lokasil, hat man einen erhöhten Siliziumanteil für die Zylinderlaufbuchse. Oder man macht den ganzen Block aus, zum Beispiel eine ALSE-17-Legierung. Okay. Also man ist schon deutlich übereutektisch. Ja. Und dann geht man her und sagt, wir formen oder man formt das Silizium entsprechend ein. Okay. Und nutzt es als Reibpartner für die Kolbenringe und den Kolben. Ah. Das heißt, es formt dann wirklich oder es bildet dann diese ganz feinen oder diese Körner. Mhm. Und die werden dann beim Aufbohren des Zylinders werden die in der Regel mit Diamantwerkzeugen geschnitten, weil ich sag mal, sehr hart und das ja, muss wirklich schön geschnitten werden. Die dürfen nicht zerstört werden, die Körner. Ach so. Und dann wird das Silizium im letzten Schritt, das Aluminium im letzten Schritt wird zurückgesetzt. Das heißt, man hat diese ganzen Körner da drin, ganz mikroskopisch fein. Und das Aluminium wird zurückgenommen. Ja. So, und das heißt, der Kolben und der Kolbenringe insbesondere, die laufen nur auf den Aluminiumkörnern. So, und die sind hart wie Chrom, das heißt, man kann sich zumindest... Also Siliziumkörner oder Aluminiumkörner? Die Siliziumkörner. Genau. Also anders gesagt. Ja, Aluminium. Ich wollte gerade sagen, weil Aluminium ist ja viel weicher. Nein. Die Siliziumkörner sind natürlich... Und da laufen die Kolbenringe und eben... Genau, richtig. Und man hat auch den großen Vorteil, dadurch, dass sie zurückversetzt werden, entweder durch einen speziellen Lab-Prozess oder einen Ätz-Prozess, bilden sich ganz, 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 ganz feine Ölreservoirs.
Achso, also ist sozusagen wie eine krisselige Oberfläche, wo überall Öl anhaften und dann stattfinden können, sich kleine Polster bilden können. Genau, aber das halt mikroskopisch rein. Ja. Alles, das filzt sich alles mikroskopisch rein ab. Aber deswegen sind Alusilzylinder auch, wenn sie fertig sind, matt. Das ist das Matte, was man sieht, das sind diese ist ganzen... kann es auch sein, dass das umsprachlich Nikasil-Beschichtung ist, das wieder was ganz anderes? Das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Bei Nikasil ist es ein bisschen anderes. Ein bisschen was anderes. Ich meine, es wäre Silizium-Carbid-Körner. Wenn es anders ist, schreibt es mal in die Kommentare rein. Werden Silizium-Carbid-Körner mit einer galvanisch abgeschiedenen Nickelschicht auf die Oberfläche gebracht. Ah. Die Idee ist wieder dieselbe. Ja. Ich nehme harte Körner oder ein hartes Material, binde es an die Zylinderlaufbuchse. Und das vom weichen Material. Genau, richtig. Und diese Nikasil-Beschichtung kann man eigentlich wie so eine Chromschicht, eigentlich vom Härtegrad fast, oder? Ja, man muss halt differenzieren. Eine Chromschicht hat kriegt ihre Eigenschaften daraus. Man hat wirklich einfach nur eine sehr harte Schicht. Ja. Und was ganz interessant ist bei Chrom, die ist mikrorissig. Eine Hartchromschicht ist immer mikrorissig. Wirklich, wir reden von submikroskopisch kleinen Strukturen, aber die ist rissig. Ja. Deswegen hält eine Hartchromschicht auch gutes Öl. Bei einer Nikasil-Schicht nimmt man eine Nickelschicht, die ist auch relativ hart, geht aber her und packt da wirklich Hartstoff rein. Also wirklich die Körner, die tragen das nachher. Und deswegen, es ist ähnlich, aber es ist nicht direkt vergleichbar. Ah, okay. Du hattest ja auch noch so Platten, habe ich hier rumliegen gesehen. Ja, ja, ja. Das ist nämlich der Punkt, wo man sagen muss, dass viel Silizium auch sehr schädlich sein kann. Weil egal, was man macht, grundsätzlich beim Aluminiumgießen, man muss es richtig tun. Egal, was für eine Legierung, ob man jetzt eutektisch ist, ob man jetzt übereutektisch, untereutektisch ist, man muss es richtig machen. Weil es gibt da zwei, drei Möglichkeiten oder Einflussnahmemöglichkeiten auf die Schmelze und damit auch auf das Bauteil nachher. Der Klassiker bei Aluminium-Silizium-Legierung ist das Veredeln. Mhm. Ich habe ja eben von diesem Eutektikum gesprochen, wo das Silizium extrem fein mit dem Aluminium verteilt ist. Mhm. Das ist super. Feine Sachen oder auch eine feine Körnung von irgendwas ist immer gut für Festigkeit, für die mechanischen Eigenschaften. Ja. Im Naturzustand ist das auch relativ grob, das Eutektikum. Ja. Fügt man jetzt zum Beispiel Natrium, das ist der Klassiker, oder Strontium in sehr, sehr kleinen Mengen, wir reden hier von Parts per Million dazu, dann formt sich dieses Eutektikum extrem fein ein. Ah. So, und da ist auch der Punkt, wenn man das übertreibt, hat man den gegenteiligen Effekt. Ah. Es ist wieder, dann kehrt sich das sozusagen um. Genau, es gibt ein Optimum. Ganz scharf kann ich, also nicht fein, sondern grob Ich dann wieder. So, und dann zeige ich dir nämlich, was passiert. Das sind nämlich die Platten. Ja. Sieht auch aus, als wenn die vom Mond kommen. Das hier ist eine Vorlegierungsplatte aus ALSI 50. Das heißt, wir haben 50% Silizium, 50% Aluminium. Das ist natürlich nur eine Vorlegierung, das ist kein fertiges Gussteil. Das ist nur zur Zugabe für das Aluminium, um die Werte hinzukriegen. Genau. Weil dieser eutektische Punkt ist beim Gießen halt extrem wichtig. Wenn ich dann runterkomme, verschlechtere ich meine Eigenschaften für kritische Bauteile, wirklich nur für kritische Bauteile, schon deutlich. Mhm. Und dann kann man hergehen und sagen, pass auf, wir legieren noch ein wenig Silizium zu, ein oder zwei von den Platten auf den Ofen. Ja. Der Siliziumanteil geht einen halben Prozentpunkt oder was hoch und alles ist wieder tutti. Ja. Und nur hier sieht man auch schon, was passiert. Das ist wie gesagt eine Vorlegierung, die erstarrt offen. Relativ langsam. Deswegen ist das ein sehr, sehr grobes Gefüge. Bitte sagt mir nicht, im Gussteil sieht das nicht so aus. Das tut es auch nicht. Aber hier erkennt man die Problematik. Man hat fein verteilte Platten. Ja, so, und das sind wie einzelne Stücke sozusagen. Ja, so schuppig, grob ist das. Schiefer so, ne? Ja, so, genau. Ne? Und das ist natürlich der Tod, selbst wenn das in kleiner ist, für die Festigkeitseigenschaften. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man das Silizium möglichst fein einformt als Eutektikum. Mhm. Und gerade aber auch bei den übereutektischen Legierungen. Weil da würde das gerne, zumindest der überschüssige Siliziumanteil, der ist halt wesentlich gröber, kristallisiert der aus. Aber den möchte man zumindest nicht so platten und scharfkantig haben. Da geht man eher mit Phosphor dran und formt dann dieses Siliziumkristall, den Sand, formt man halt wirklich als Körner ein, die dann halt für die Festigkeitseigenschaften nicht so negativ sind wie eine scharfkantige Lamelle. Also beste Beispiel ist Grauguss. Grauguss kennt jeder. Grauguss ist spröde, brüchig. Ja.
Es sei denn, ich schaffe es und forme das Graphit, was halt die Probleme bei dem dabei macht, forme ich rund ein. Dann bin ich beim Kugelgraphitguss. Ah, ja, kennt man ja, das ist ein feinporiger, genau. Genau, und das kannst du zerkloppen wie Stahl, dann kannst du biegen. Ja. Grauguss macht Bing und ist kaputt. Genau. Und da ist einfach nur, selbst wenn derselbe Kohlenstoffanteil drin ist, der ist bei Kugelgraphitguss einfach eingeformt. Anders eingeformt, okay. Und das Gefüge außenrum, ja, ist weniger gestört. Ganz andere Eigenschaften. Ja. So, und das ist halt, also was ich damit sagen möchte, man muss genau wissen, was man tut. Genau, die Zusammensetzung wissen und auch, denke ich mal, nachher auch wissen als Hersteller, wo ist der, für welchen Bereich ist der Korb gedacht. Ne? Genau. Na, ist er jetzt im Hochleistungsbereich gedacht oder für den normalen Bereich? Genau. Ich denke mal, da werden dann auch, ja, oder muss man einfach Unterschiede eigentlich machen, weil, ich sag mal, im Rennsport oder in solchen Sachen sind halt viel höhere Belastungen als wie im Serienbetrieb. Ne? Ja. Und das ist auch zum Beispiel, man kennt es aus dem Automobilbereich auch, Schmiedekolben und Gusskolben. Mhm. Und dann gibt es gerade in dem englischsprachigen Raum gibt es ja diese zwei Legierungen, ich glaube, 2618 und 43 irgendwas. Das eine ist ein hochsiliziumhaltiges System, ja, typische Gusslegierung, die man aber auch schmieden kann. Das, okay, das funktioniert auch, aber das wird jetzt gleich ein bisschen, ja, zu weit führen. Da wollen wir auch nicht zu doll reingehen. Dann nein, aber da, das Video auch ein bisschen lang, glaube ich. Da kennt man das und man sagt, pass auf, wenn du wirklich hochbelastete Kolben hast, dann, ja, nimmst du die Legierung, die komplett anders aufgebaut ist, mit sehr, sehr wenig Silizium. Mhm. Und die muss, da muss der Kolben von vornherein kleiner gebaut werden. Das heißt, man hat ein wesentlich größeres Kolbenlaufspiel. Ja. Man hat aber das zähere, das duktilere Material, das festere Material für den Hochleistungseinsatz. Ja. Das heißt, im kalten Zustand, da klockern die Kolben da fürchterlich drin rum. Das könnte man für jeden normalen, für jedes normalen PKW, würde der Kunde sofort sagen, ey, was ist denn im Motor kaputt? Mhm. Aber für einen Hochleistungskolben, wenn er dann die Temperatur kriegt, gleicht er das aus und irgendwann passt er wieder. Mhm. So, das heißt, man muss das wirklich auswählen. Ja, das kennt man auch, glaube ich. Ich weiß, einige von euch, die jetzt ja, vielleicht mal Videos gesehen haben oder so, auf Tower 6 Turbo oder so, wenn man da irgendwie im kalten Zustand klödern die richtig die Motoren. Und nachher, wenn sie Betriebstemperatur haben, dann laufen die ganz normal seitenweich. Und das ist dann eben der Moment, wenn sie dann eben die Form erreicht haben, wie sie sollen und sauber im Zylinder auch laufen. Man kann sagen, eigentlich grob, der Kolben schlappert erstmal hin und her, erstmal klackert er. Rumklötern, das, ja, ist das richtige Wort. Also ja, wenn man es wirklich, wenn die richtig Leistung kriegen und man wirklich die Schmiedekolben drin, ja, dann ist das wirklich am Klackern da drin. Also, können wir uns gleich nochmal, hätte ich gerne nochmal eine Form gesehen, so eine Gussform. Klar. Können wir gleich nochmal, und wie ist das, könnten wir auch nochmal was gießen? Wir können auch noch was gießen, natürlich. Und dass du uns vielleicht mal so ein bisschen so mal zeigst, wie das überhaupt vonstatten geht, wie das, ja, wie so eine, wie das Aluminium in flüssiger Form aussieht, wie das im Kessel ist. Ich weiß das ja gar nicht so genau. Können wir uns da gleich mal wahrscheinlich angucken. Natürlich. Ja. Von mir aus kannst du auch selber gießen. Ja, wir gehen jetzt mal in die Gießerei, ist das, ne? Ja, genau. Ich habe hier mal eine extrem große Gussform mitgenommen. Damit können wir mal ein bisschen spielen. Oh, ordentlich Aluminium hier. Ich habe hier eine Form. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich noch eine kleine Kolbenform hätte, aber wir müssen jetzt hier so eine kleine Zylinderlaufbuchse, ein Rohling, das ist so ein Rohling für einen Modellmotor, ja, habe ich mal gemacht. Damit müssen wir jetzt vorlieb nehmen und die bereiten wir jetzt einfach mal zum Gießen vor, ja, und dann sehen wir weiter. Der erste Schritt ist immer säubern. Ja. Wir hatten ja so ein bisschen Hochwasser-Hurra, jetzt haben wir hier noch so ein paar Rostanhaftungen, das macht ja aber nichts. Ne? Achso, und die Kabine ist eine große Strahlkabine eigentlich dann. Das ist eine stinknormale, ja, Strahlkabine, genau. Ja. Ja, wir haben jetzt hier noch alte Schlickchen drauf, das erkläre ich gleich nochmal, was das alles ist. Ja. Die muss runter und die Form muss halt gesäubert werden. Okay. Bitte.
Ja, sehr laut hier. Ordentlich Krach hier, alle am Arbeiten. Sehr interessant hier. Auf. Mein Lieblingspart hier. Ach, das Runde reicht da schon. Wir haben jetzt wieder die alte Schlichte entfernt. Wir sind hergegangen und zeugen eine gleichmäßige raue Oberfläche. Das wird gleich nochmal wichtig. Ja. Und damit können wir jetzt eigentlich auch schon mit den Vorbereitungen, mit dem weiteren beginnen. Ja. Griffe und ein Brenner. Mach mal ein Foto so, ey. Ja, wir wollten ja mal was gießen. Du hast ja die Form vorbereitet. Die wurde ja gestrahlt, um eben die alten Reste rauszubekommen. Ne? Genau. Insbesondere die alte Schlichte. Ja. Das muss ich jetzt mal eben erklären. Die Gussform ist aus Grauguss. Ja. Das ist ein relativ einfacher Grauguss, ein GG25 in diesem Fall. Der Kern ist aus Stahl gedreht. Und wenn ich in so eine Form Aluminium reinschütten würde, würde sie jetzt sofort mit dem Material ja nicht verbinden, aber es wird sofort anschmieren. Ich brauche ein Trennmittel. Ja. So, und das ist die sogenannte Schlichte. Die wird, das sehen wir gleich auch, wird auf die Gussform aufgesprüht. Ja. Und bildet einen Schutzüberzug. Der ist zum einen dafür da, dass wirklich die Schmelze keinen direkten Kontakt mit dem Metall hat. Ja. Zum anderen sorgt sie dafür, dass die Wärmeabfuhr gesteuert wird. Ach so. Sprich, wenn ich diese Schutzschicht nicht hätte, wäre der Wärmeübergang so schnell, dass das Teil nicht vernünftig auslaufen würde, sondern vorher schon erstarren würde. Ach so. Gerade in dünnwandigen Bereichen. Bei dickwandigen ist es nicht so tragisch. Ja. Ja, die zwei Sachen halt. Trennwirkung und Temperaturübergang steuern, das sind so die Hauptaufgaben. Okay. Man muss sich das vorstellen wie so ein Überzug. Ja. Da wird eine wässrige Basis, wo eine Keramikdispersion drin ist. Die wird aufgesprüht, verbindet sich damit und damit kann ich hunderte Abgüsse machen. Ach so. Das ist nicht wie zum Beispiel beim Druckguss, wo man das kennt, dass die Form gesprüht wird zur Kühlung und zur Schmierung. Ja. Sondern es wird angeheizt. Ja. Die Schlichte wird aufgetragen, die bildet einen dauerhaften Überzug. Ach und dann so. Können wir auch schon loslegen mit dem Gießen. Ja. Ja, dann machen wir jetzt mal. So, machen wir es zum Zünden. Sehr interessant, du. Sehr interessant. Brauchst du Feuerzeug? Nee. Nee. Nick Feuerzeug, machen wir lieber einen Schritt zurück. Ja. Hier strömt Gas auf. Was denn? Ach so. Ah ja, war jetzt nicht ganz so spektakulär. Und das jetzt dafür da, um die Form erstmal auf eine Temperatur zu bringen, ne? Genau, richtig. Damit das eben nicht zu schnell abkühlt, das genau. Aluminium nachher, ne? Und die Schlichte, die muss auf eine heiße Form aufgetragen werden. Ach so. Ich habe gesagt, das ist ja eine wässrige Basis. Ja. Wird aufgesprüht und das Wasser verdampft augenblicklich. Ah. So, und das zweite Problem ist, das Riesenproblem ist, wenn man Feuchtigkeit in der Form hat, man gießt da flüssiges Aluminium rein. Ja. Das verdampft schlagartig das Wasser. Das Ganze kommt mit einem großen Knall im hohen Bogen raus. Oh. Und dann sehen wir nicht mehr gut aus. Nee, nee. Also sämtliche Gussformen, die müssen angeheizt werden. Auch das Gießequipment wie den Löffel und so. Ja. Wird alles mit hochgeheizt. Sehen wir, das dauert jetzt um die 10 Minuten. Ja. Dann haben wir die Temperatur zum Einspritzen. Kann sein, dass wir dann nachher noch mal ein bisschen höher gehen von der Temperatur. Um das Teil einfach besser rauszukriegen. Und ja, dann legen wir einfach mal los. Ja. Ja. Ich besorge jetzt mal ein bisschen Schlichte. Ja.
eben drüber gehen. Das ist mein Teamkollege Alex. Ah, und hier ist auch die Fertigung von den Kokillen, oder? Genau, hier ist der Werkzeugbau, Vorrichtungsbau. Ja. Alex, wink mal in die Kamera, du bist auf YouTube. Moin. Ja. Oh, hier haben wir ein schönes Turbolader. Gehäuse von der Druckseite. Richtig. So, während die Form heiß wird, dachte ich mal, zeige ich euch mal ein bisschen was Schönes. Ja. Aber die Form braucht ja noch ein bisschen, dass die Temperatur kriegt. So, das machen wir zusammen mit einem anderen Team aus Münsterland. Ist Münsterland, ich glaube ja, ist Münsterland. Ja. Mit dem Genie Evolution Pulling Team, mit Tommy Mattmann. Okay. Und ja, ich sag mal so, gerade beim Pulling hat man immer das Problem, die Turbos, die können nicht groß genug sein, das funktioniert nicht. Ne? Ja. Und es gibt da so einen ganz populären Turboladertyp, der, ja, der ist gut verfügbar, kann man sagen. Das ist ein riesen Baukastensystem, das ist ein Holzet HX82. Okay. Das ist ein riesen Baukasten mit theoretisch Millionen Möglichkeiten von Verdichtern, Turbinen, Abgasgehäusen. Da kann man sich alles zusammenbauen, da kriegt man auch super die gefrästen Verdichterräder für, die dann auch nochmal eine ganze Spur größer sind, als das, was man halt wirklich im normalen HX 82 für einen Bulldozer oder so verbaut. Ja. Nur das ist nicht groß genug, weil das Problem ist immer das Verdichtergehäuse. Das wird irgendwann zu eng. Man kann hier immer alles ausspindeln. Ja. Man kann auch die Innenseiten rausarbeiten, dass da größere Räder reinpassen. Ja. Nur irgendwann wird die Schnecke zu klein. Der Durchsatz also. Genau. So, weil ich sag mal, der Druckaufbau findet ungefähr zur Hälfte im Verdichterrad statt, zur Hälfte durch die Verzögerung der Strömung in der Schnecke. Ja. Und wenn die zu klein wird, Problem. Ja. So, und da haben wir uns gesagt, wir könnten ja mal was richtig Verrücktes machen und immer nur ihr Dachtritte und so ist ja auch mal langweilig. Wir bauen mal ein richtiges Verdichtergehäuse. Das ist jetzt noch ein Prototyp, das ist also noch ganz frisch, dieses Thema. Da müssen wir kürzlich oder wollen wir kürzlich mal eine kleine Serie von auflegen. Und dann können wir hier auch mal richtig dicke Verdichterräder reinpacken und dann geht da auch mal richtig Wind durch. Ja, das auf ist jeden Fall männlich. Das ist männlich. Also ich vermute mal, das wären so ziemlich die größten Turbolader, die man für Geld und gutes Zureden in Europa nachher kriegen kann. Ja. Weil alles andere geht dann schon in den Schiffsbereich. Das sind ja wirklich Schiffsdiesellader, die dann aber auch nochmal eine ganze Spur größer und auch schwerer in der Konstruktion sind. Und es bleibt spannend. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, der Lader wird nachher Luft für mindestens 2.500 bis 3.000 PS durchsetzen. Oh. Das ist schon männlich, ja. Oh. Davon wollen wir mal zwei auf den großen draufpacken. Mal gucken, was passiert. Da bin ich auch mal gespannt. Oh, guck mal, die Form müsste jetzt heiß sein. Ja, auf jeden Fall sehr interessant hier alles. Ja, hier siehst du nochmal das Rohmaterial, wie wir das bekommen. Wir haben verschiedene Hüttenwerke, die uns das zuliefern. Ja. Wir vergießen eigentlich nur eine Legierung, die sich für uns als am besten herausgestellt hat. Und dreimal darfst du raten, das ist genau im eutektischen Punkt, was wir eben hatten. Ja. Mit etwas über 12% Silizium, weil da wirklich auch filigrane, dünnwandige Teile mit herzustellen sind. Weil du auch sagtest, der Fluss ist dann auch halt viel besser. Ne? Das läuft ganz anders. Das läuft ganz anders. Und der Witz ist, die gängigste Kolbenlegierung, die es überhaupt gibt, ist nahezu dieses Material. Nahezu. Das heißt, wir haben eine eutektische Legierung. Ja. Hier ist sonst nicht mehr viel drin, weil das eine Sekundärlegierung ist, ist noch Kupfer mit bei und ein paar andere Elemente, die aber nicht wesentlich sind. Okay. Bei der Kolbenlegierung wird halt ein bisschen die Toleranz eingegrenzt, was die Legierungselemente angeht. Und wir haben noch zum Beispiel einen definierten Kupferanteil, einen definierten Nickelanteil für die Warmfestigkeit, einen definierten Magnesiumanteil drin. Aber im Groben und Ganzen, in der Grundzusammensetzung, ist das, was eine Kolbenlegierung ist. Also die Gießeigenschaften sind sehr vergleichbar. Okay. Ja? Ja, da können wir ein paar raus machen. Na, ja, ein paar Kolben kriegst du da raus, ne? Ja, dann wollen wir mal schauen, ob die Gussform schon auf Temperatur ist hier, ne? Ja, das reicht. Ja. So, ich komme mal hier mit rum. Machen wir schön alles mit dem Handthermometer. Das ist warm genug. Oh. Ja.
gearbeitet. In kleinen Spielzeugformen. Ja, das ist schon fast ein bisschen was zu warm. Wenn es zu heiß ist und ich sprühe das auf, dann habe ich wie so einen Thermoschock-Effekt. Ach so. Da platzt mir die Schicht direkt ab. Ah, meiner ist ja jetzt hier nicht so tragisch. Okay. Aber nachher muss man schon darauf achten, dass die Temperatur auch exakt ist. Ja. Weil ein bisschen was Gescheites soll ja bei rumkommen. Ja. So, das ist jetzt die erste Schicht. Das ist das, was ich eben sagte. Ja, das ist jetzt so eine Trennschicht wie beim Backen. Kann man sich so vorstellen, wie als wir den Kuchen backen und dass das eben nicht anklebt. Ne? Richtig, ja, mal ein bisschen höhere Temperaturen, aber vom Prinzip ist es das Gleiche. So. Jetzt habe ich noch Bereiche, wo ich weiß, dass mir das Teil aufschrumpft. Weil eben haben wir immer von der Flüssigkeitsschwindung gesprochen. Ja. Wir haben natürlich auch noch im festen Zustand die ganz klassische Schrumpfung. Ja. So, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Dorn habe wie hier, ja, dann weiß ich, da schrumpft mir da drauf. Deswegen, ich brauche immer die Entformungsschrägen. Ja. Aber da brauche ich auch ein etwas anderes Trennmittel, das ist im Grunde Graphit. Siehst du auch. Ach so. Ah. Da, Graphit. Dann, dadurch hast du dann eine andere Abkühlung da in dem Bereich, oder? Es steuert auch die Abkühlung, aber mir ist es in diesem Fall gerade wichtig, dass die Gleiteigenschaften, dass die Trennwirkung verbessert wird. Ach so, dass man die auseinander kriegt. Genau. Ah, okay. Sonst haben wir genau einen Versuch und dann müssen wir das Teil raussparen. Okay. Hier gehen wir auch mal ein bisschen, das macht die Sache ein bisschen unkritischer. Das Problem ist, oder die Sache ist halt die, der Kern, der heizt sich nicht so schnell auf, beziehungsweise ist auch schnell wieder kalt. Ja, ja, aber das macht, ist ja auch dünner, das Material. Ja, ne? Genau. Jetzt geben wir ihm noch mal eben ein bisschen mehr Temperatur. Okay. Aber sonst kriegen wir das nicht raus, aber das... Outtake. Ja, das ist das, wenn man das eben mal so... Wir wollen das ja auch euch nur mal jetzt so zeigen. Ne? Aber so arbeiten wir nicht den ganzen Tag hier rum. Nee, das würde ich auch nichts... Das wäre nicht produktiv. Man kann das nämlich auch eleganter machen. Braucht man nicht so einen langen Arm machen. Ja, da geht es jetzt halt in erster Linie um den Kern, dass der noch mal ein bisschen Temperatur kriegt. Ja. Weil wenn ich da richtig auch noch ein starkes Temperaturgefälle habe und das beißt alles aufeinander. Ja. Ich sag mal, grundsätzlich kann man sich das ja jetzt, das ist zwar ein anderes Teil, ja, aber die Produktionsweise, zumindest im Kleinserienbetrieb, wäre für den Kolben exakt identisch. Nur eben anders, klar, die Form wäre eben halt anders, genau, und die Kanäle vom Einfluss wahrscheinlich auch anders. Ja, würde ich für einen guten Kolben, wenn ich wirklich sage, pass auf, ich mache wirklich gute Ware, ja, würde ich sehr ähnlich machen wie das Ding jetzt auch. Und dann lieber mehr bearbeiten. Ja, ne? Genau. Ja. Ja. Sag mal, bei in der Autoindustrie kannst du davon ausgehen, dass das alles berechnet und probiert und simuliert ist. Ja, das sieht man auch, das sackt genau bis dahin, wo es sacken soll. Die Menge ist auch genau bestimmt, was da reinkommt. Ne? Genau. Damit man nicht so viel nacharbeitet. Ja. Ne? Aber ich sag mal, für kleine Serien oder so ist es vollkommen unfassbar. Ja. Da packe ich lieber 200 Gramm mehr Anguss drauf. Ja. Das stört mich nicht. Nee. Ja. Aber dafür habe ich halt nachher... Top-Produkt. Ja, ich denke einfach, dass im Fernost, ich glaube, viele Abläufe kennen die, glaube ich, auch gar nicht so richtig, oder? Ja, die sind schon nicht schlecht. Also, ich glaube, so und so, ne? Es gibt solche und solche. Das ist der springende Punkt. Ich glaube, wenn die Qualitätskontrolle da drüben, wenn man einen hat, der darauf achtet, dann kann man auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Ne? Nein. Also das wäre jetzt dann doch ein bisschen vermessen zu sagen, ja, die können nichts. Nee, ich habe auch schon ganz viel gesehen, was sehr gut ist von der Qualität her. Ja, es ist halt immer so, sobald du da halt einen richtigen Kostendruck hinter hast, dann wird es halt nichts. Nee. Muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn einer ankommt und sagt, mir so ein Kolben für ein paar Cent musst du machen, dann sage ich auch, ja, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, aber du kriegst dann Schrott. Wir können dir das machen, ja, aber gucken, geht nicht. Da kriegst du ja so einen Kolben für 4 Euro. Ja. Genau. Fertig bearbeitet. Ja.
Oder brauchen wir ja nicht drüber reden, das ist einfach Schrott. Nein, das geht gar nicht sonst. Ne? Nein. Geht ja, glaube ich, schon los. Allein der Alu-Einkauf, da gibt es ja zig Legierungen, ne? Vom Preis her, ne? Ja. Wobei die Preise noch nicht mal so sehr mit der Qualität zusammenhängen. Okay. Also, da ist wirklich halt, der Rohstoff kostet eine gewisse Summe Geld. Ja. Willst du ein bisschen enger eingegrenzte Legierungsfenster haben, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Aber das ist nicht der Kostentreiber. Ach so. Es gibt jetzt nicht ein Billig-Alu, das nur noch die Hälfte von dem anderen kostet. Ach so. So ist es nicht. Ah, okay. Nur da unten, da kostet halt die Lohnkosten sind halt sehr, sehr gering. Und wenn ich dann auch noch an den Taktzeiten schraube und mache und tue, dann komme ich zwar auf meine Summe, aber so auch auf mein Produkt. Aber ich denke, das heißt, wir haben überhaupt keine Automatisierung oder irgendwas. Wir haben noch nicht mal eine Maschine, die das Teil zuhält, ist aber auch hierfür alles nicht erforderlich. So. Das wird jetzt eben zusammengehalten. Ja. Gucken, alles dicht, alles gut. Dann können wir auch schon gießen. Jetzt können wir das mal beobachten, was du sagtest, wie das jetzt langsam wie einsackt. Ja, ich denke, man wird es hier gleich erkennen. Wobei man muss sagen, hier auf diesem Teil ist wirklich so viel Masse an Anguss, da wird das Einfallen nicht so drastisch ausfallen. Ja. Das Einfallen wird nicht ausfallen. Ja. Wir können das aber gleich mal bei Seriengussteilen sehen, da sieht man das richtig. Da bildet sich dann wirklich ein richtiger Trichter und der sackt richtig ineinander. Ah, okay. So, ich denke mal, du siehst es jetzt schon, ein Druckgussteil wäre jetzt schon längst fertig. Wird schon hinten rausfallen dann. Das wird rausfallen, wahrscheinlich wird die Maschine schon fast wieder zufahren. Ja. Aber jetzt sieht man es hier so ein bisschen, es sackt ein, es fällt ein bisschen ein. Ja, kann man gut sehen, Jetzt fällt es immer weiter ein. So, und das ist halt diese Volumenkontraktion, dass jetzt das ineinander extrem, geht. Jetzt geht es extrem los. Jetzt bildet sich auch, was du sagtest, der Trichter da rein. Genau. Wie gesagt, bei diesen dicken Angüssen ist es noch relativ wenig, weil ich da wirklich so viel vorhalte. Es geht halt ineinander. Aber wenn du da mit dünneren gehst, dann wir haben Teile wirklich auch für den Serienbetrieb, wo du siehst, der wird regelrecht leer gesaugt. Ah. Warte mal, wir haben doch hier sogar so einen Trichter. Haben wir doch hier. Ich glaube, hier sieht man das gut bei dem, ne? Da, ne? Ja, da. Hier sieht man es. Ja. Sieht fast aus wie so ein. Sieht fast aus wie so eine Eiswaffel hier. Und das ist wirklich alles Material, was sich das Teil holt. Ja. Klar, der Anguss als solcher zieht sich natürlich auch noch ein bisschen rein. Ja. Aber ein Großteil davon geht wirklich noch ins Teil rein. Ja. Ach so, so schnell kann man die jetzt schon auseinandernehmen. Ja. Gut, die ist jetzt auch noch nicht auf Betriebstemperatur. Nee, die ist schon heiß, aber mal gucken. Oh, das wäre jetzt so ein Rohling für eine Laufbuchse halt. Ja. So, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich muss jetzt nur noch mal ein bisschen weiter gießen, sonst haben wir gleich eine kalte Form. Ja. Kann ich auch mal eingießen? Da ist die Kelle. Ja. Also, ich zeige dir einmal, wie es geht. Ja. Du hast immer auf einer schmelzenden Oxidhaut. Ja. Du ziehst du einfach weg, so ein bisschen, nimmst du das. Ah, okay. Und dann schützt du das da rein. Okay, super. Immer locker aus dem Handgelenk, vorne packen. Ach so. Genau. Ja, der ist auch wieder da. Oh, ganz einfach hin. Der tut nichts. Ja. So. Ganz schön Gewicht, du. So, wo wir das eigentlich so machen. Stopp. Oh, voll. Gut. Genau, legst du so hin, dann fällt es auch nicht rein. Ja. Weil so ist der Klassiker, ein Schubs ist drin. Achso, ja, dann war es die mal. Ja. Ja, Glückwunsch, erste Gussteil. Ja, super. kann ich morgen anfangen hier. Während das jetzt der Start, können wir hier nochmal gucken. Ja. Also das Teil, das eigentlich ist, wie gesagt, nur ein Rohling, den hatte ich jetzt gerade schnell zur Hand. Ja.
Das eigentliche Teil ist halt der zylindrische Teil mit dem Bund oben. Ja, und das ist der Propfen oben. Das ist der Angus, der wird abgeschnitten. Ja. Und diese Einschnürung hier, das wäre dann in dem Fall der Anschnitt. Das ist der Teil, wo der Angus mit dem Gussteil verbunden ist. Ah, okay. So, und der ist bei dem Teil natürlich sehr massiv ausgeführt, dass wirklich die ganzen, ja, ganze Nachspeisung oder die Nachspeisung komplett das Teil füllt und nachspeist. Okay. Oh, hier sieht man es jetzt auch noch mal schön, wie es wirklich reinsackt. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel Material noch nachher reingeht. Ja, das ist schon erheblich. Also das ist nicht, ist nicht so, dass man in Lehrbüchern irgendwo stehen hat, das ist so, sondern da passiert was. Ja. Ich würde es dir in der Hand geben, aber... Dann lassen wir lieber. So, und sag mal, das ist jetzt halt... Der Zyklus wiederholt sich immer und immer wieder. Ja. Und dadurch, dass man jetzt immer gießt, bleibt die Form ja auch warm, ne? Genau. Das ist ja eigentlich gar nicht das Geheimnis, aber... Doch, du kannst doch sagen, das Geheimnis eines guten Gussprozesses ist es, dass er gleichmäßig ist. Ja. Wenn es einmal, wenn das läuft alles, dann läuft das gleichmäßig weiter. Dass du immer die Zeit nimmst, wann du ihn rausnimmst, den neuen Guss rein, In der Serie wäre das jetzt auf einer kleinen Maschine, wird dann auch automatisch ausgeworfen, nicht mit den Knippeisen und so. Ja. Klar, man kann das dann beliebig weit steigern, von wir machen 3-4 Stück, bis hin, wir machen alles vollautomatisiert für 100.000 Stück. Ja. So, und dann, der Aufwand wird halt immer größer. Ja, klar. Dann läuft das gleichmäßig durch und dann ist auch einer wie der andere. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Wenn die Schmelze dieselbe Temperatur hat immer, wenn die Taktzeiten passen, wenn die Formtemperatur immer passt, dann wird ein Teil wie das nächste. Ja. Ja, wir sind jetzt auch, sag ich mal, ziemlich am Ende angekommen. War auf jeden Fall mega, mega interessant, das mal zu sehen, wie das überhaupt abläuft. Wie so eine Form funktioniert. Das ist jetzt ja nur mal so im Kurzen alles erläutert, weil das Ganze ist so komplex eigentlich. Ihr habt das ja selber mal gesehen. Alu ist nicht nur Alu, also das ist nicht nur ein Stück Metall, sondern das steckt also viel, viel mehr hinter. Ne? Ja. Ja, nee, hat mich gefreut, dass ich dich mal ein bisschen rumführen konnte. Ja, auf jeden Fall. Dein erstes Gussteil kannst du natürlich gerne mitnehmen. Das nehme ich mit als Andenken. Ja, das ist... Und ja, wir gehen jetzt hier noch einmal durch die Fertigung. Und schauen uns das nochmal an. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwo auf dem Traktor-Pulling-Festival mal wieder sehen. Ja. Und da zusammen mal ein Bierchen trinken. Das hört sich sehr gut an. Ja. Dann macht's gut, ihr Lieben, und schönen Dank fürs Zuschauen. Kanal abonnieren und Daumen hoch. Und auf jeden Fall auch seinen Kanal gucken von Stefan. Sehr interessant. Jo, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.